heißt es, sie hat ihn aufgehoben. Mama Mia. Ja, wir freuen uns total, dass es heute mit den Proben losgeht. Mama Mia kommt endlich wieder nach 20 Jahren zurück nach Hamburg und wir haben den größten Spaß gerade bei den Proben. Oh mein Gott. Ist die neue Cast, die Rosie, die Tanja und die Donna. Und mit diesen zwei tollen Damen hier kann ich tatsächlich neue Szenen kreieren. Willst du zum Altar mich schleppen? Such dir einen anderen Deppen. We need moments of absolute joy. An absolute simple innocent pleasure. Was war ich denn für eine blöde Kuh? And so my focus is to find a way to throw as much joy as possible into our theater. Was ist geschehen? Oh, du bist so leid. Oh, ja. Sorry. Aber das kann passieren natürlich, ja, auch während der Vorstellung. Und ja, es ist so real life. Warum ist dein Blick voll Sorge? My focus is always to tell the story in the clearest, most appropriate way, so that it feels fresh, that it feels contemporary, and that it makes sense of the people who are in the cast. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, dass es so stereotypenmäßig sein wird, weil es eben schon seit 20 Jahren läuft. Und Paul macht es so wunderbar eben nicht. Ach so, ja, schon. Er macht es wirklich von, also alles weg, was es früher mal gab. Fangt nochmal neu an. Das sind drei Frauen, die treffen aufeinander, die sind seit Jahren befreundet. Und los. Es ist so eine wunderbare Herausforderung für mich. Es ist mein Debüt in Deutschland, so alles ist neu und die Gruppe, alle sind so nett und lustig und wir haben einfach Spaß miteinander. Ist ja ganz klar, wir freuen uns natürlich, dass Mama Mia jetzt endlich nach 20 Jahren wieder da ist und wir dabei sein dürfen. Ich empfinde das alles als sehr leicht. Also ich komme gerne zur Probe und es passiert so. It's not about me coming and saying, you move here, you move there, you wear this costume. We have to try and recreate it with the cast we have. Singing, singing, singing. Was ich ganz interessant finde, ist natürlich, dass auch er frisch drauf guckt. Also, dass wir sozusagen irgendwann das Gefühl haben, es wird von vorne wieder geprobt alles. Can we try? For the last 20 years, I've been traveling around the world, directing productions of Mamma Mia in all sorts of different places, China, Korea, Japan, everywhere. Urlaubsfeeling, Familie, Freundschaft, Frauenpower, das erwartet euch hier in der Neuen Flora in Hamburg im Stage Theater und wir spielen Mamma Mia. Jamas!